Nach einer missglückten Star-Operation im Jahr 1990 zuerst nur auf einem Auge geblendet, hat sich nach einer Makuladegeneration mit sich anschließender Hornhautablesung die vollständige Blindheit wieder Pia eingestellt. Nach dem Sturz von der Klientin von der Spitex Oberwallis hat man sie zweimal hospitalisiert und wird seit dem Sommer 2017 daheim von ihrem Mann Sepp betreut. Wann habt ihr Hilfe in Anspruch genommen und wie ist es da dazu gekommen? Also nach dem Unfall, den sie hatte, im 2017, ist in das Spital gekommen und da ist nicht lang gegangen, da ist die Beratungsstelle gekommen und wie das uns sieht, wie der Pflege und so. Und danach ist gerade bald der Antrag gekommen für das Altersheim. Ja. Und danach haben wir da das Altersheim angefragt, ob sie kommen können. Und das wird sofort zugestimmt und das ist also sehr gut gegangen. Was sind die schönsten Momente mit Everfreude? Die schönsten Momente? Ja, wenn wir laufen können. Jeden Tag, wenn das Wetter einigermaßen ist, gehen wir jeden Tag laufen mit dem Rollstuhl. Und teilweise kannst du selber laufen, zum Glück. Das macht mir große Freude. Und es geht Arschig. Es geht Obsi. Weil wenn man jetzt gerade vergleicht vor einem Jahr, sind wir mit dem Bus ans Ende vom Dorf gegangen und danach ist uns gestiegen. Also mit dem Bus oder mit dem Rollstuhl. Und dann hast du eine kleine Runde gemacht und dann ist 10 Minuten gegangen und dann hast du schon müde gewesen, oder? Was sind die größten Probleme in einer heutigen Situation? Das größte Problem ist für sie wegen der Blindheit, dass sie einfach die Orientierung nicht hat. Sie muss einfach den Wänden angehen, wenn sie jetzt gerade vom Stube ins WC muss oder so. Das ist das Schlimmste, was ich am meisten sorge. Weil sie hat, in der Zwischenzeit hat sie einmal einen kleinen Unfall gehabt, das ist Kind ist. Und das kann halt immer wieder vorkommen, dass plötzlich nicht mehr weiss, was ist. Und das ist hilflos. Das ist das Schlimmste, was ich am meisten sorge. Wie hat sich der Alltag verändert? Ja, gut. Schon ein bisschen anders war davor, das ist klar. Weil sie war ja davor schon blind. Das ist im 90 hat das angefangen mit der ersten Operation. Und danach das letzte ist die zweite Operation gekommen. Und dann hat sie Zeug verloren und ist blind gekommen. Und dann ist natürlich, hat sich das allmählich ist das schlimmer gekommen, oder? Und hat es mir auch mehr Jahre weggegeben. Ja, weil bis 2005 ungefähr hat sie noch die ganze Arbeit gemacht, Haushalten, alles. Und den Verlauf musste ich dann einspringen. Von welchen Faktoren ist abhängig, dass Entlastung kann gelingen? Also es ist ganz wichtig, dass nicht nur die erkrankte Person bereit ist, Hilfe anzunehmen, sondern auch das Umfeld. Der Partner, der zu einer schaut. Und die ganze Familie, die involviert ist. Weil es ist immer ein Schritt in die Privatsphäre, die man hier macht, wenn die Spitex kommt. Und das ganze Familiensystem und die Umgebung muss dazu bereit sein. Und dann kann es gelingen.